Ich denke, ihr kennt es alle. Man setzt sich so gediegen am Nachmittag, am Wochenende oder so hin und will das Spiel spielen. Und dann kommst du in diese geilen Lobbys, Leute. Diese hammergeilen Lobbys, wo die Triads des Grauens drin sind und einfach nur Schwitzer, Sechs-Mann-Party, Titan und was auch immer. Das werden wir heute hoffentlich zusammen erleben. Aber wir snipen auf jeden Fall cool dabei. Schöne Sniper-Feeds machen. Aber ich muss dieses Thema heute einfach nochmal so ein bisschen fokussieren. Einfach ein bisschen darauf eingehen, wie die Spezialisten so im Spiel schon ein bisschen nervig sein können. Und wie wir die vielleicht einfach ein bisschen auseinandernehmen. Legen wir jetzt los. Viel Spaß. So, werden wir doch heute mal in vollem Glanz erleben, was die Gegner so mit uns hier anstellen. Oh, Leute. Von heute. Ich meine, um ehrlich zu sein, wir haben das alle jetzt bisher schon so viel erlebt. Wir spielen schon so lange dieses Spiel. Okay, es ist jetzt knapp einen Monat, ein bisschen länger. Hier fliegt eine Fliege rum, alles klar. Aber wenn wir ehrlich sind, habe ich da gerade einen Colette gechoked? Da sind wir auf jeden Fall ehrlich, ne? Puh. Ja, und seitdem sind uns, glaube ich, schon einige Dinge aufgefallen in diesem Spiel, die uns manchmal ein bisschen stören oder, ja, wo die Gegner dann eventuell mal wieder ein bisschen übertreiben. Es ist natürlich oft so, dass jeder mit dem spielt, was halt ihm gefällt, was sehr stark ist natürlich, gehört natürlich irgendwo dazu. Aber trotzdem kann man doch auch mal so ein bisschen nachdenken, ein bisschen fair. Was schießt ihr schon? Oh, Leute, das ist ja... Man muss doch nicht immer mit den schlimmen Sachen spielen, wie einem Ajax oder keine Ahnung, was gibt's noch alles. Der Hund ist auch immer noch so nervig manchmal. Aber ist ja auch alles egal, wir werden jetzt einfach ein bisschen eskalieren und zwischendurch erleben, was denn die Gegner so mit uns machen. Ja, ja, oh, ja, Geist hast du, ne? Aber nicht mit mir, du kleine Rechtecksau, du. Ha? Da hinten, nächster, come on, Alter. Jetzt muss ich sagen, hier, Triads sind am Start, sind hier erstmal die nice Gegner am Start. Wow, wow, wow. No fucking no. No, 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 no. Danke. Oh, guck mal, erste Runde, ne? Das ist immer so, die erste Runde am Tag, das will das Spiel uns immer so suggerieren, dass die geil wird. Und dann willst du die ganze Zeit weiterspielen, aber irgendwann wird es dann immer schlimmer und du kommst immer in die schrecklichsten Lobbys überhaupt. Weißt du was? Du kriegst ja erstmal deinen Sturm auf den Deckel, du kleiner Sturmsack. Oh, guck mal, jetzt hast du wieder alle Streaks hier am Start, ne? Machst die Gegner komplett fertig. Das ist krass gerade. Was geht denn hier für eine Party? Ja, dann Stürmchen nochmal raus. Ja, der Sturm, ne? Die haben den so crazy gemacht. Der ist so gut geworden. Krank, Mann. Also wäre die Runde länger gegangen, hätte ich hier wahrscheinlich absolut Eskalation gemacht. Aber wir kommen noch zu den Triads. Keine Sorge. Ich glaube, wir müssen einfach nur dieses Ausdauer-Chaos-Moshpit einmal kurz benutzen. Wenn wir da jetzt keine schrecklichen Gegner finden, dann weiß ich auch nicht. Also dann ist wirklich was mit dem Spiel gerade gut. Ah, das sieht ja schon anders aus hier, ne? Ja, ja. Ja, da geht's so langsam los. Die Waffe hier, die Schwertfisch, die hat nämlich mittlerweile auch schon jeder für sich entdeckt. Oder ein paar, weil die nämlich auch ganz geil ist. Warte mal, guck mal hier, die ist nämlich ziemlich nice. Warte mal, Wert. Es geht los, es geht super los. Die Streaks sind so nice. Und raus. Oh, guck mal, aber das ist auch so das Ding, ne? Alle geiern Streaks, das ist so krank, Mann. Du erreichst deine Streaks, freust dich so sehr. Nach 2 Sekunden sind die down. Es müssen ja auch nicht immer nur die Gegner-Triads sein und irgendwelche Schwitzer, sondern es können auch, alles klar, der hat Kampfflugzeug, ich habe keine Lust mehr. Na, wo ist es denn? Ah ja. Hat der Salto wieder, ist das geil, Mann. Ja, Leute, das ist direkt die perfekte Lobby, Alter. Gut, ja gut, alles klar. Na, wo haben wir's? Ich will das mal sehen. Ah, da oben, ja? Putz! Ah, Leute. Oh, ja, da gucken wir uns die Möwe an. Entspannen. Entspannen, ganz in Ruhe. Es hätte nicht besser laufen können. Dieser Modus ist so nice dafür. Ah ja, hallo. Geil. Prost. Oh, ist schon vorbei? Ah, ne, doch. Könnte auch hier wieder so sein, dass meine Teammates absolut die Streak gegeiert haben. Ist halt sau oft so einfach das Ding. Oh, moin. Erstmal die Beats machen. Ah ja, hier geht's schon wieder los. Kriegsmaschine, alle Spezialisten am Start. Ja, ja, im Kampf hier die auch wieder. Beste Leben. Ich hab Bock gegen die zu spielen, auf jeden Fall. Oh mein Gott, Leben sowas von beendet. Oh, nochmal Leben beendet. Komm nochmal. Ja, oh, warte mal, warte mal. Nein, der klaut die mir mit seinem... Nein, ich hätte so den Quad gemacht. Aber ist nicht schlimm, Leute. Wir machen heute noch einen Quad. Das ist gar kein Problem. Feindliches Kampfflugzeug stellt Lufthoheit her. Ah ja, nächstes Kampfflugzeug. Ich habe keinen Bock mehr. Ich warte schon auf den nächsten Tod, den ich kassiere. Ah, morgen. Komm jetzt hier. Der Typ. Er hat's schon wieder. Es ist das Beste, was mir hier passiert ist. Ich muss auch sagen, ich habe diesen Modus hier fast noch nie gespielt, weil ich halt einfach direkt wusste, das spielen einfach nur Tryhards, nur 6-Mann-Partys und so weiter. Na du? Na, worauf schlingelst du schon wieder, hä? Habt ihr Bock? Punkte her. Ja, du stehst neben mir. Ja, gute Nacht, du. Gute Nacht. Das Ding ist halt auch, in diesem Spiel wird es hier so einfach gemacht, viele Streaks zu erreichen oder generell deine Streaks zu erreichen. Und dann haben die Gegner halt Dauer-Streaks, wenn die Bock haben. Hm. Die Spezialisten, Alter, so geil. Hallo, Kollege, der nächste läuft hier lang. Hallo, hallo, stopp. Wir wollen auch jetzt hier ganz gediegen die ganzen Triads hier mal auseinandernehmen. Ich bin nämlich in der gleichen Lobby gerade geblieben. Ich habe ein Draht mitgenommen, bin ich komplett bescheuert. Ich lasse mir in letzter Zeit aber auch öfter die Spezialisten einfach so, Knife Runner, so auswählen, damit man einfach mal so ein bisschen Abwechslung hat. Pflastergranate bereit, genau. Schön den Snipe geholt. Warte, wo ist das Knife? Ich wollte das, nein, ich wollte das Knife. Ich wollte nämlich auch mal ein Knife killen. Ein was? Da oben, da schimmeln sie rum, ne? Und ist, oh nein, hier sind ganz viele. Hinter mir, über mir, in mir alles. Nein. Knife Runner ist hier am Start. Oh.
Ja, der läuft und der läuft tatsächlich. Das gibt's nicht. Oh, er hat mich fast geholt. Der läuft hier mit einem Knife rum, Alter. Alle spielen so das Knife of Gold oder was? Oh. Da schlingen sie sich rum, aber ich habe gerade übel Spaß daran, einfach so, weil ich weiß, es sind übel die Tryhards, dass man die einfach mal ein bisschen auseinanderzwiebeln kann. Wenn ich dann jetzt mal hier... Oh, Morgan. Scharfschütze, easy ausgeschaltet. Moment. Aim, behalt dich bei mir. Hinter mir, die spawnen alle hinter mir. Ist gar nicht mal so... Oh, oh. Gar nicht mal so verkehrt, ne? Oh mein Gott, let's go. Ich glaub's nicht, was passiert hier? Guck mal, wo kommen die jetzt? Haben die hier noch... Da hat er Bock. Sniper weg. Mantis raus. Guck mal, da kannst du die Tryhards auch einfach mal auseinanderknallen, wenn du Bock hast. Dahin damit. Nein, nein, nein. Oh, Hits, was? Nein, 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 Schlingel. Richtiger Schlingel. Oh no, oh no. Sniper da hinten? Nein, Hitmarker, ich glaub's nicht. Gib ihn. Jawohl, ich hab ihn. Leute, das ist so geil gerade mit meinem Spezialisten und so, weil man... Oh, mein Schild ist was weg, aber nicht mehr lange. Nein, 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 Schotti. Oh, danke, Teammate, du bist der Beste. Ich werde dann mal mein nächstes Schild nämlich hier hinstellen. Gleich, wenn das zeitig ist. So, und X nächstes Schild hinten. Ist es gut, Alter. So, dann schlingeln wir uns jetzt aber kurz einmal erst in die Hellstorm rein, weil ich muss den jetzt kurz auf die Rübe hauen, bitte. Wir brauchen die Kills. Den will ich noch. Nee, der haut mein Schild kaputt. Nicht mit mir. Baut er auch gerne hier raus. Oh. Da kommt er. Ey, wunderbar, Mann. Und wunderbar. Der war absolut drin. Drauf und dran. Warte, ich muss... Ich muss die Knife run. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht mit mir? Ich muss aufheben. Freunde der Sonne, ich muss jetzt rein hart scoppen. Das gibt's nicht. Pech im Pech mal wieder. Oh, Leute. Ich bin gerade ein bisschen... Nein. Oh, Teammate, hinter dir. Das ist generisches... Es war durchatmen. Ich komme gerade gar nicht mehr auf mein Leben klar. Nein, was habe ich gemacht? Das wollte ich... Nein. Wenn ich da jetzt sterbe von, dann weine ich. Ich töte mich gleich selber deswegen. Ja. Ich bin so bescheuert. Ich wollte das nicht einsetzen. Was habe ich denn gedrückt? Ich wollte die Waffe... Ich bin so dumm, ne? Ich wollte die Waffe angucken. Das Dümmste, was mir jemals hätte passieren können. Ich wäre hier so noch weiter durch und reingegangen. Egal, wir machen weiter. Junge, das triggert jetzt hart, ne? Das sind die ekligen Spieler. Guck mal, er läuft mit Knife da hinter mir her. Aber da sind so geile Snipes dabei gewesen. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Oh, korrekt. Weiter geht's. Ach, hier unten, da können wir gerne rein. Was? Wisst ihr, was ich da mache? Dann machen wir einfach das gleiche nochmal. Hier wieder den Draht hin, dass da keiner durch kann. Oh, da ist der Säbelzahntiger mit seinem... Na? Wo ist der Knife Runner? Weg mit dir, Junge. Ey, das Paladin Aim, das ist gerade so geil. Ich nerv das hier, ich will hier durch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Ich glaub's nicht. So angestrengt. Ha? Jetzt nicht umsterben, deswegen. Morgen. Nein. Halt. Stopp, Junge. Ganz entspannt einfach die Kills machen. Junge, die campen mir hier zu hart rum. Was ist hier schon wieder los, hä? Oh, umgedreht. Nein, Knife Runner, nein. Lass mich. Batz, Junge. Box ihn doch. Warum auch immer das Boxen schlechter ist als das Knifen. Darf nicht sein sowas. Oh, Mann. Das ist halt das Ding mit den random Spezialisten-Sachen, ne? Die Leute, ey. Draht in Position. Oh, Mann. Ah, ja. Da sehen wir wieder die Killcam, wie sie in vollem Gang ist. Ich verstehe das nicht, Mann. So, dann wollen wir noch mal kurz ein bisschen die Snipes hier rausholen. Oh, easy, Junge. Und? Easy, Junge. Boah, Junge. Jetzt geht's aber richtig rein, Junge, oder? Oder, Junge? Oh, ich hab so Spaß mit der Paladin, ne? Einige Gegner. Er wollte hier was holen, aber nicht meine Dinger. Wunderbar, was? Yep. Nein. Bleibst du wohl stehen. Dankeschön. Oh, 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 ganz gefährlich. Nein, 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 ich hab keinen Bock auf ihn. Nein, nein. Ah, das gibt's doch nicht. Was schlingelt hier sich schon wieder zu mir? Weißt du, was ich da sage? Ich hab hier noch ein... Es ist unglaublich. Ich werde gesturmt. Der Knife Runner rennt auf mich zu und der Sniper holt mich. Was ist das für eine Kombi, Mann? Das ist absolut 6-Mann-Party-Mates hier, oder wie? Als würde... Nein, 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 nein. Ich hab gewonnen. Nice, Mann. Guck mal, schön 43 Kills gemacht. Machst du nix? Ja, wie Sie sehen, haben Sie wieder eine super Runde gesehen. Die war toll. Wir haben es hier mit sehr netten Leuten zu tun. Ihr merkt das schon. Ich habe trotzdem Spaß, weil ich gerade in der Aufnahme einfach so mir das Ziel gesetzt habe, einfach euch diese Tode zu zeigen. Plus eben halt in Kombination mit den nicen Cyberkills. Und das ist, glaube ich, das Nice hier. Ich werde mal auf die Koschka wechseln. Das werden wir ja sehen, ne? Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich scheitern werde, sondern eher, dass die Gegner mal wieder richtig schön Lust haben auf mich. Ja? Ja? Nee. Morgen? Oh ja. Das gefällt mir gar nicht. Da sehen wir einen Sniper, wie er Leib belebt. Nanu? Jetzt können die Köpfe gerne mal herrollen. Oh, oh, oh. Oh, Junge. Das war wieder Spitfire, oder? Haben wir gut genommen. Und zack, Junge. Oh, Leute. Das läuft. No way. Nein. Oh, was überlebe ich hier? Oh mein Gott, was mache ich mit den Gegnern gerade? Jetzt noch so ein Noscope hier across the map und ich bin der absolute Gott. Nein, was kommt da? Ich check gar nicht, was ich mit den Gegnern mache. Nein, 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 nein. Das ist was... Ich lebe. Das ist genau das, was ich weite, Leute. Genau das, Leute. Das ist so krank mit der Präzision, ne? Oh nein, aber dann wieder Hits. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe auch keine Zweitwaffe dabei. Braucht man auch nicht. Nein, nein, nein. Ey, dieser Mann, er wird gesteuert, oder? Ja, ich glaube, er wird... Mm-mm. Das sind richtig eklige Gegner, Mann. Aber ich will tatsächlich eigentlich nicht, dass mir die Laune so ein bisschen flöten geht dadurch. Oh, was? Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja auch, worauf ich mich einlasse gegen die schönen Titan-Spieler hier, ja? 10 AP. Da ist er. Ich glaub's nicht. Schauen wir uns doch mal diese wunderschöne Killcam an, ja? Guck mal, er spielt sogar offen, weil er mir so richtig Disrespect reindrücken will. Geil, Mann.
Ich stehe einen Meter über ihm. Pass auf, gucken wir uns das an. Er hat die Tide in der Hand. Er sieht mich nicht mal. Ich stehe zwei Meter weiter oben, sogar auf den Sandsäcken. Aber nö, juckt die nicht. Jawohl. Da haben wir wieder die Auskunft raus. Ich liebe es so. Was mit dir? Da oben jetzt, ne? Wo, wie kriege ich den? Ah, hier? Nein, 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 nein. Schotti. Boxing. Ich glaub's nicht. Was mache ich gerade? Ja, was? Überraschung? Wo? Hier? Ja, ich bin die Überraschung. Mann, immer die Hits. Und guckt euch das an. Immer gegen die Titan-Spieler. Ich fasse es ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie ausgeglichen das Spiel ist. Warum sehe ich jetzt. Oh, da. Oh, ja, ja, komm, komm, komm. Noch einer? Komm, gib her. Gib ihn ein. Der ist abgehauen. Kollege, da ist er. Nein, nein, nein. Ich lebe. Easy. Komm, noch mehr. Heil mich. Hinter mir. Oh, was? Der war so drauf. Das kann nicht sein. Der Titan-Typ. Ich habe so knapp daneben geschossen. Er hätte es so verdient gehabt. Aber die Plays mit dem Annihilator, die werden auch immer besser. Ich gewöhne mich jetzt so langsam an den. Oh ja, und an die Koschka auch, ne? Also die Koschka wirklich, die ist so gut, wenn man die beherrscht. Das Ding ist halt auch, es sind immer die gleichen Waffen, von denen man stirbt. Ne? Würde man mal einfach so ein bisschen random durch so spezielle Sachen stellen. Einfach mal so ein bisschen Abwechslung. Dann wäre das ja auch gar kein Problem. Aber die spielen halt immer die gleichen Sachen. Die ist einem. Oh nein, oh nein, oh nein. Boxen. Gefühlt. Unmöglich machen. Da rutsche ich mal rein und mache hier husch. Hauen wir die nochmal ein bisschen kurz weg hier. Das war. Ich krieg den Hitmark auf einen Meter. Das ist Wahnsinn. Gegen den Titan. Ich hab's. Guck euch das an. Sein Move wird allein. Ich hol ihn. Easy. Was sind die denn, Mann? Da ist einer. Da campt noch einer. Alles klar. Das hat er nicht getan. Mm-mm. Es geht so langsam zu weit, ne? Und guten Tag. Oh, Colette. Easy. Komm jetzt. Noch ein bisschen mehr hier. Oh, Mann. Aber von wem stellen wir? Ich sag's gar nicht mehr. Ja, aber guck mal. Easy win, Alter. Easy. Er macht auch noch die Killcam, obwohl ich viel. Das war nicht die Killcam, wo er den. Irgendwelche Fragen? Ja, hab ich. Warum war das die verdammte Killcam? Oh. Ist da einfach ein Prestige-Master im Gegnerteam, der Ajax spielt? Aber da werden wir doch mal gegen kontern. Ich hab so Bock, gegen den zu spielen. Schauen wir uns ihn einmal kurz an. GKS mit Rotpunkt. Ich glaube, der wird richtig rein tryharden. Aber das Gute ist ja, dass wir so ein paar Sachen zum Kontern haben. Ich wollte gerade sagen, ich traue es mich nicht einzusetzen, aber wenn ich das schon wieder sehe mit Rekevisier, dann vielleicht kann das ja hier irgendwie was werden, aber ich habe ja bisher so insgeheim das Gefühl, dass die ganz schön eklig spielen. Aber guckt euch das mal an. Der spielt ja GKS ohne. Spielt er die ohne Tarnung oder was? Einfach so richtig random, aber sein Aim, eieiei. Auch noch so easy peasy im Clantech, das ist halt der größte Schwitzer der Welt, Mann. Kollege, ja, da ist er. Oh, Leute, die sind so am Sweaten. Das ist der Wahnsinn. Aber ich will jetzt trotzdem noch mal ein paar schöne Snipes raushauen, wie die. Oh. Nein, viel wieder verkackt, ich bin so schlecht. Ich hab Spaß, Mann. Ich hab Spaß. Wunderschön. Hätte ich mal den Quad gemacht, dann wäre das alles wunderbar. Oh mein Gott, das hat er richtig verdient, Alter. Komm, den nächsten. Jawohl, nächster Headshot. Alter, ist das geil. Na, Kollege? Oh, schade, kein Headshot. Aber ist ja Kill ist Kill, ne? Es geht genauso weiter. Hallo? Ah, der Prestige war es auch wieder. Bestens am Start. Guten Tag. Das freut mich doch, dass ich hier den Prestige Master nochmal auseinander snipen kann. Den wieder. Nein. Und dann kommt der Teammate und trailt ihn so perfekt mit, wie er rausgesprungen kam. Das sah so schön aus. Jawohl. Komm nochmal die Gegner einfach auseinander prügeln, weil die es einfach nicht anders verdient haben. Oh nein, ich habe das Falsche gedrückt. Ich wollte das gar nicht. Aber dann natürlich so auch gegen den Prestige Master. Der hat es einfach verdient. Oh, der Kollege auch. Morgen. Das ist der andere Schwetter gewesen. Genau, Sweater. Oh, ist hier etwa ein Gegner drin? Oh, guten Morgen, du. Was hast du da zu suchen? Oh ja, das ist der nächste. Ja, du, gar kein Problem. Junge, ist das OP. Oh, warte mal. Snipen. Und tschüss. Das ist einfach zu krank, das Zeug. Oh nein, oh nein. Schotti, nein. Liebe Freunde, sehen Sie die ekelhafteste Spieler der Welt. Ich habe, wie gesagt, jetzt gerade auch wirklich nur selber einmal kurz mit dem Ajax hier gespielt, um es einmal selber nochmal zu testen, weil ich ihn wirklich sonst eigentlich nie auspacke. Ich dachte mir nur, es ge... Mann. LOL. Scheiße. Das gehört einfach zu diesem Video mit dazu, dass ich euch diese Tode zeige und einfach diese ganze Ajax-Kacke. Das musste einfach mit in dieses Video rein, weil ihr seht's ja. Allein diese Killcam schon wieder, das ist Wahnsinn. Bitte Leute, spielt vernünftig in diesem Spiel. Ich kann es euch nur mit auf den Weg geben. Wir wollen doch alle Spielspaß haben. Wir wollen alle, dass das Game bockt und dass nicht jeder mit den dreckigsten Sachen spielt. Ich wollte mit diesem Video jetzt gerade auch kein Vorbild sein, weil ich jetzt den Spezialisten gerade gespielt habe, den wir nicht spielen sollten. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, macht das einfach nicht. Spielt einfach wie ein Gentleman und probiert doch einfach mal Waffen aus, die ihr noch nicht kennt. Oder einfach noch nicht so viel gespielt habt und gebt ihm mal eine Chance. Generell Spezialisten wollen wir nicht drüber reden. Also liebe Leute, gerne noch ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr wisst ja, wie Abonnieren funktioniert mit der Glocke und so weiter. Brauche ich jetzt nicht erklären. Aber macht's gut, habt noch einen schönen Tag. War mir wieder eine Ehre. Letzte Videos sind hier, haut rein und bis zum nächsten Mal.